Au, ich hab mir auf die Zunge gebissen. Es gibt hier einige Menschen, die wünschen mir echt die Pest an den Hals. Die werden dieses Video jetzt lieben, denke ich. Heute ist der 18. Tag meiner Umstellung. Und ich war jetzt gerade zum ersten Mal wieder beim Erwin gewesen und habe da eine Runde Genetics gemacht. Wer das nicht kennt, das ist so eine Art Yoga. Also sprich, man streckt den Körper, den und guckt halt, dass man wieder besser Bewegung in diesen lahmen alten Körper reinbekommt. Habe ich früher auch regelmäßig gemacht, als ich meine Saftkreisfassenkuren gemacht habe. War auch diesmal wieder dran gewesen. Nun ist das so. Ich habe ja jetzt momentan diesen Plan, dass ich mich frei umstelle, zu Hause Säfte trinke, wenn ich unterwegs bin. Gilt die Regel Säfte, Suppen und Salate. Und was soll ich sagen? Ich habe gestern doch einen Salat gegessen zu Hause. Keine Ahnung, was ich da getrieben habe. Unnötig war es nicht unbedingt gewesen, ja, aber irgendein Teufel in mir hat das Ding zubereitet und ich habe es dann gegessen. Und ich glaube, ich bin halt immer noch im Wandel. Also es schwingt hin und her und ich bin mir halt meiner neuen Phase immer noch sehr unsicher, weil ich bin da sehr, sehr anfällig. Es ist halt, wenn du anfängst zu laufen oder Fahrrad zu fahren, dann fliegst du erstmal auf die Fresse. Und du wackelst dich quasi in die Eleganz hinein. Und ich kann mir das halt nur so erklären. Denn vom Willen her bin ich auf jeden Fall bereit, alles zu geben, um halt mich wieder auf Vordermann zu bringen. Nur in mir ist ein Teufel, der ist immer wieder durch Sport. Aber kein Problem. Deswegen habe ich ja gesagt, egal wie es läuft, ob ich mir jetzt Schweinehaxen jeden Tag reinziehe, ich werde diese 100 Tage aufschreiben, protokollieren und darüber berichten. Auch euch. Und es ist mir unangenehm, Schwäche zu zeigen. Und ich glaube, da ist auch allgemein ein Problem, das mal beredet werden muss. Und das auch allgemein ein Problem für euch da draußen ist, wenn ihr auch übergewichtig seid und das loswerden müsst, aber genau aus diesem Grund, weil ihr übergewichtig seid, Dinge macht, die nicht gut für euch sind. Und das ist mir heute aufgefallen, dass das bei mir noch ganz, ganz böse wummert. Ich war, wie gesagt, zum ersten Mal seit langem wieder beim Genetics gewesen. Und dahin zu gehen, das war mir super unangenehm. Nicht wegen dem Sport. Ich liebe Sport. Auch wenn ich momentan nicht in der Phase bin, wo ich es genießen kann. Es tut alles weh, was ich mache. Aber das soll mich ja nicht aufhalten. Ich habe halt so gestern diesen Salat gegessen und habe mir gesagt, ja, ist ja kein Problem. Dafür gehst du heute auf jeden Fall zum Erwin, fährst die 10 Kilometer. Von da hinten ist Heusenstamm irgendwo. Und da ist das Studio, ne? Hin und nochmal die 10 Kilometer zurück, also 20 Kilometer Fahrrad fahren. Machst eine Stunde halt Stretching, Bewegung und Bücken, Kniebeugen, den ganzen Kram halt. Sport für Anfänger im Endeffekt. Okay, aber dahin zu kommen hat auch bedeutet, ich treffe die Leute wieder, die das die letzten 2 Jahre durchgehend gemacht haben, die fit und sportlich sind und die mich kennen. Und vor allen Dingen, die mein Erfolgserlebnis miterlebt haben, wie ich es geschafft habe, 42 Kilo abzunehmen. Die waren dann mit live dabei. Und natürlich haben die mir alle hinterher die Hände geschüttelt und mich gratuliert und haben halt gesagt, wie toll. Da habe ich ja eine Menge Leute gehabt, dann, die dann gesagt haben, oh, das hast du toll gemacht, beeindruckend, Respekt und so. Ne? Und jetzt muss ich wieder hingehen und bin wieder fett. Wie peinlich, wie traurig. Also die ganzen Leute, die begeistert waren von meinen Abspecken, sehen halt, dass ich traurigerweise wieder alles draufgelegt habe mit einem kleinen Plus. Wie es halt die Regel ist, wie es auch jeder immer sagt, der halt rumunken will, der mir, wie gesagt, die Pest an den Hals will, der mir sagt, dass ich halt damit keinen Erfolg habe. Ja, hier ist der Beweis. Ich bin wieder fett. Ich wiege sogar 2-3 Kilo mehr, als ich es gemacht habe, als ich bevor ich da angefangen habe. Und das ist mir peinlich. Denn es zeigt, dass ich schwach bin. Oder besser gesagt, die Leute sehen darin eine Schwäche. In meinen Augen. Ich sehe das so, dass die Leute mich nur als schwach ansehen müssen, wenn ich es wirklich wieder schaffe, so unmaßvoll zu sein, wieder alles drauf zu fressen. Ich weiß, die sind dann trotzdem freundlich, politisch korrekt und so, aber du denkst dir halt, hinter deinen Rücken werden die alle rumlästern und reden und sagen, oh, guck mal, da ist er wieder fett geworden. Nun ja, ich bin sie halt gewohnt, weil ich ja auch auf YouTube Videos veröffentliche. Und da kriegen die Leute ja auch live mit, was passiert. Ne? Und da liest du es ja schon in den Kommentaren, wobei das auch noch alles sehr zurückhaltend ist. Ich hätte halt gedacht, da kommt noch mehr Hass und Flame. Aber der meiste Hass, Flame und Shit ist in deinem Kopf, denke ich mal. Weil du reflektierst das auf die Leute. Also du spiegelst deine Gedanken auf die Leute. Also du setzt halt diese
Vorurteile, sage ich mal, auf die anderen Leute. Du weißt nicht, was die wirklich denken. Das weißt du nicht. Ja. Allerdings, ich war da gewesen, ich habe die Blicke gesehen und habe natürlich gleich reininterpretiert, ne, was die dann halt singen. Ne. Und ich war super unglücklich gewesen. Dazu kam halt noch, dass ich halt mich super schlecht bewegt habe. Ne. Also dadurch, dass ich halt die letzten Monate kaum was gemacht habe, bin ich super steif geworden. Mir tut alles weh. Ja. Und die einfachsten Übungen wollen mir nicht gelingen. Kniebeugen werden zur Katastrophe, weil meine Knie, die tun verdammt weh. Und sie explodieren, wenn ich auch noch ein bisschen runtergehe. Oh, das ganze Training hat mördermäßig wehgetan. Und dann musste ich mich noch irgendwie da so verknoten. Und mit so einer Wampe vorne dran, wenn du die Beine an deinen Körper pressen sollst, kriegst du halt keine Luft mehr. Und ich habe da rumgeröchelt, wie Darth Vader kurz vorm Abkratzen. Habe natürlich auch gleich von der Frau nebendran hier eine kleine Message bekommen. Geht's dir auch gut und sowas, alles fit? Natürlich geht's mir gut, ich krieg bloß keine Luft, Mann, verdammt. Weil ich halt körperlich mich nicht zusammenpressen kann, weil da einfach eine Masse ist. Mann, schnallt euch mal ein dickes Kissen auf den Bauch und versucht euch dann halt ein Klappmesser zusammenzuklappen. Ne? Das führt zu Luftverlust und das führt zu Schnappatmung. Ich habe es trotzdem durchgezogen, ja, weil ich einfach... Ich will nicht einfach wegen so einem Blödsinn aufgeben. Ja? Ich will auch Stärke entwickeln. Ne? Eine Routine in der Stärke. Und jede Kleinigkeit hilft mir dabei. Natürlich versage ich auch manchmal. Ich finde, das gestern mit dem Salat, das war auch ein Versagen. Und ich ärgere mich deswegen. Aber, wie gesagt, ich ziehe es weiter durch. Ich lasse mich davon nicht aufhalten. Im Gegenteil, es ist eine Lernphase. Ja? Und heute habe ich mir gesagt, ist mein Plan, ihr wisst ja, ich mache jeden Tag am Anfang einen Plan. Ich fahre hier zum Erwin, mache Genetics, fahr zurück, mach heute Mittagssaft und heute Nachmittag kommt der Marius noch vorbei und wir wollen halt zu irgendeiner Burg fahren und ich möchte da mal meine Flugdrohne steigen lassen. Also raus, 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 nicht zu Hause rumsitzen, irgendwas machen, verdammt. Aber dann bin ich da hingefahren und war todunglücklich. Erstens mal, weil ich gesehen habe im Spiegel, wie fett ich wieder bin. Man kann es ja schön verheimlichen, wenn man sich nicht immer anguckt. Weil ich absolut unsportlich gewesen bin und da wie so ein alter Kasper rumgeeiert habe. Ein trauriges Stil. Und weil ich halt der Meinung gewesen bin, dass halt alle Leute auf mich herabsehen. Ich erzähle es jetzt nicht, um mich jetzt da halt zu beschweren oder halt eben den Leiden raushängen zu lassen. Im Gegenteil. Ich nehme das an und lerne auch daraus. Ich versuche zu verstehen und versuche dieses Verstehen zu etwas zu entwickeln, was die Situation in der Lage verbessert. Dazu gleich. Ich erzähle das Ganze, weil ich glaube, ihr da draußen habt ein ähnliches Problem. Wenn ihr übergewichtig seid, dann wird bei euch auch im Kopf etwas rumtackern, das euch immer wieder zum Essen führt, weg vom Sport und halt zu der Routine der Bewegungslosigkeit. Ja, denn ich glaube, dass es euch genauso geht, dass ihr ein Problem damit habt, wenn ihr deformiert wirkt, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, sprich ins Sportstudio oder halt zu laufen, irgendwas zu machen, was halt echt lächerlich aussieht, wenn man halt so eine Figur hat. Und dazu halt noch richtig wehtut oder quält oder scheiße ist, weil du halt keine Kondition hast. Ja, es macht keinen Spaß. Ich weiß, dass Sport unheimlich viel Spaß machen kann. Ja. Aber dazu musste ich auch erstmal die Spur dahin finden. Das geht nicht von heute auf morgen. Erstmal ist es eine Qual, eine Hölle. Es ist wie beim Fressen. Du nimmst jeden Tag nur ein kleines bisschen zu. Du bist nicht von heute auf morgen fett. Aber dann nach einem Jahr merkst du, es hat sich bei dir was total verändert. Und genauso ist es wie im Sport. Es tut weh, es ist nervig und es ist blöd. Aber mit jedem Tag wird es besser. Und nach einem Jahr hat sich auch bei dir was verändert. Das weiß ich, da habe ich Erfahrung. Deswegen will ich da auch dranbleiben. Und ich werde auch nächste Woche wieder hinfahren und weiter Genetics machen. Ja. Ich habe auch, was das angeht mit diesen ganzen Schamgefühlen anderen Leuten gegenüber, die halt in deinen Augen halt über dich lästern. Vielleicht machen sie es ja auch. Ja. Ich meine, die Welt ist nicht politisch korrekt. Im Gegenteil. Wir Menschen suchen immer die Schwäche bei den anderen, um uns stärker zu machen. Das ist, ein Grundcharakter. Menschen sind Arschlöcher. Ist halt so. Ja, aber das Ding ist es, sich nichts draus zu machen. Ja. Das ist wie, wenn du in eine Disco gehst oder auf eine Party oder sowas. Du bist alleine.
tausend fremde Menschen, wenn du nicht gerade angetrunken bist, ja, dann fühlst du dich auch erstmal unwohl, ja, und willst weggehen. Aber dann wartest du eine halbe Stunde und du kommst in den Flow rein, es wird besser und so, ja. Und was da unheimlich hilft, ja, wenn du dich unwohl der Menschen fühlst, ist es ganz einfach, sich klar zu machen, dass die ganzen anderen Menschen genauso denken. Es ist bei jedem gleich. Das ist der Witz. Jeder denkt nur an sich, wie er auf andere wirkt. Ja, die geben eigentlich nur 10 oder 20% von dem, an was sie denken, auf die anderen. Na, vielleicht mal hier, da, guck mal, der sieht scheiße aus, der sieht scheiße aus. Aber die meiste Zeit denken sie sich, wie komme ich an, wie werden die Leute mich jetzt ansehen und so. Ne? Das, was dir durch den Kopf geht, ist bei den anderen genauso. Es ist bei jedem das Gleiche. Und wenn dir das klar ist, ja, wenn du die Leute anguckst, von denen du glaubst, dass sie schlecht über dich denken, ja, dann überleg dir, dass sie genau in dem Augenblick das Gleiche denken, dass du über sie schlecht denkst. Und dann löst sich das Ganze auf. Ja. Und die Sache ist halt, dass du allgemein nicht zu viel über dich nachdenken solltest. Das ist auch eine lange Sache, also eine Sache, die ich mir schon lange verinnerlicht habe. Ja. Denk nicht so über dich nach. Vergiss dein Ego. Werde mal ein bisschen freier von diesen ganzen Egoismen oder Egozentren. Ja? Natürlich, du bist du und es geht in deinem Leben nur um dich. Ja? Aber gibt ja so ein altes indisches Sprichwort, glaube ich. Indisch war das. Ne? Das heißt, werde wie Wasser. Ja? Wasser hat keine Form. Wasser ist nichts, außer es fließt in eine Schale. Und wenn du dir vorstellst, dass die Schale andere Menschen sind und so, ja, dann fließ einfach in sie hinein, ja, dann werde einfach weich und beweglich und flüssig und vergiss selber, was du von dir willst oder von, also was du von dir denkst, ja, oder was du möchtest. Setz es einfach mal weg, ja. Und wenn ich dann halt jetzt zu solchen Sportdingern gehe und ich bin unförmig, und ich wiege schwer und ich bin unglücklich deswegen und ich bin kaum beweglich. Ja, und ich sehe die anderen Leute, ne? Denn diese Sportstudios sind halt immer Gruppenbildung. Du hast kein Sportstudio für dich alleine. Und zu Hause trainieren ist ehrlich gesagt scheiße. Ja, das ist keine Ausrede, weil zu Hause machst du nur die Hälfte von dem, was du im Sportstudio machst. Ist einfach so. Ja. Und dann vergiss einfach, was du denkst, dass die Leute über dich denken, denk einfach lieber über die anderen nach oder denk gar nicht nach und mach halt dein Ding. Ja. Ob du nun unförmig bist, unsportlich, krank, was auch immer. Es geht, wenn du dich dazu entscheidest, ohne andere Menschen entscheiden zu lassen, was für dich gut ist. Und deswegen denke ich mal, das war eine gute Sache. Und ich denke halt mal, es ist auch wieder hier eine interessante Information. Wie gesagt, das ist jetzt nicht alles hundertprozentig psychologisch korrekt, was ich da erzähle. Ich kann einfach nur, wie so ein Videotagebuch ist, meine momentane Stimmung, meine Erfahrung, meine Gedanken mitteilen. Ja. Manchmal sind sie echt verwirrend. Ja. Also das liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt noch nicht die Form und die Festigkeit gefunden habe, die ich habe, wenn ich wirklich bei mir im Einklang bin. Aber es ist ja auch ein Pfad, eine Reise, die ihr mit mir unternehmt, ja, und wo ihr auch sehen könnt, wie ich mich verändere in dieser Zeit. Ja. So, jetzt fahre ich nach Hause. Ich habe da noch mal 6 Kilometer vor mir. Werde mir jetzt sehr viel Gemüse in die Saftmaschine pressen. Werde das trinken. Werde davon 1 Liter in eine große Flasche reintun. Und nehme die mit, wenn ich dann mit Marius auf die Burg fahre um 17 Uhr. Und werde meinen Spaß haben. Und wenn alles gut läuft, dann kriegt ihr morgen von mir ein paar schöne Drohnenbilder. Ich hoffe, sowas gefällt euch auch. Gut, also. Ich hoffe, euch damit auch ein bisschen geholfen zu haben. Raus mit euch, egal wie ihr aussieht, und habt Spaß am Leben. Ja, hört auf, euch zu schämen. Habt Spaß am Leben. Ihr habt es euch verdient. Jeder sollte einfach Spaß haben. Dazu ist da das Leben, okay? Gut, genug Philosophie für heute. Ich muss jetzt einen Saft trinken. Bis dann. Tikva ist raus.